Vocal Chain der Woche. Heute bauen wir uns eine Signalkette für fluffige Vocals für den Chill-Out-Ambient-Bereich. Geht gleich los. Hallo, ich bin Martin und auf diesem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro X. Aber auch wenn du nicht mit Logic arbeitest, kannst du einiges mitnehmen. Wie versprochen, heute gibt es eine neue Signalkette für Vocals und ich habe mir gedacht, wir tauchen so ein bisschen in den Chill-Out-Downtempo-Ambient-Bereich ein. Songs in diesem Genre sind meistens sehr langsam und deswegen hast du da viel Zeit, dich auszutoben, weil die Sänger meistens auch nicht durchgehend singen. Das heißt, du kannst auch mal Plugins eine Chance geben, für die du normalerweise keine Verwendung hast. Und genau das habe ich bei diesem Song hier versucht. Wenn du oft Probleme hast, den Equalizer für deine Vocals perfekt einzustellen, dann empfehle ich dir das PDF, das ich im ersten Kommentar angepinnt habe. Da erkläre ich dir, wie du den Equalizer für deine Lead-Vocals in 5 einfachen Schritten perfekt einstellen kannst. Jetzt geht's los, wir hören ins Beispiel rein. Okay, so hört sich das Ganze bis jetzt an. Das ist noch nicht fertig. Das hat sie gestern nur kurz eingesungen, so ein bisschen dazu gejammt. Aber ich wollte mal ein bisschen rumprobieren mit der Signalkette, was sich da so zusammenbauen lässt. Ich schalte mal zunächst alles ab und dann schalten wir zusammen alles zu wieder, damit du hören kannst, was ich gemacht habe. Machen wir hier ein bisschen weiter auf, wo sie anfängt. Und als erstes habe ich Deep Breath. Das ist ein Plugin von Waves, das automatisch die Atmer wegschneidet, sodass du sie nicht manuell rausschneiden musst. Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Dann habe ich aber meinen Tube EQ oder meine Pull-Tech-Emulation angewendet und auch der überzeugt hier wieder auf ganzer Linie. Wenn ich den jetzt mal zuschalte, hörst du sofort, wie mehr Fluffigkeit und mehr Höhen in die Stimme reinkommen. Divine power flows through me. Hear what it sounds like when the child in me laughs out loud. Leistet hier auch wieder ganze Arbeit. Du hörst sofort, wie viel Air, wie viel Luftigkeit, wie viel Glitzerigkeit da reinkommt durch diesen Tube EQ. Und dann gehen wir weiter. Und zwar habe ich diesmal nur einen Kompressor benutzt. Das ist der LA-Tour-Emulation von Native Instruments, die hier recht gut gepasst hat. Loud. 'Cause I'm free. Adaptiver, langsamer Kompressor, der sie schön unterstützt, die Stimme auch noch ein bisschen einfärbt mit seinem typischen Charakter. Und sie singt sehr langsam und auch sehr dynamisch. Also sie wird dann schnell lauter, wenn sie in so Töne reinsingt. Und da ist so ein adaptiver optischer Kompressor wirklich super davor. Der muss jetzt in dem Fall auch nicht so schnell sein, aber er fängt dann schön die lauten Stellen ab und regelt die runter und färbt sie, wie gesagt, ein mit seinem typischen, mit seiner charakteristischen Klangfärbung. Dann habe ich das Chroma Verb hier direkt, einfach ein Reverb mit einer Sekunde Decay-Zeit direkt in den Kanal zugeladen. Schalter hier voll auf Dry, einfach um ihr ein bisschen Raum zu geben. It sounds like when the child in me laughs out loud. Klingt sehr schön und mit dem Chroma-Verb spiele ich gerade ein bisschen rum. Das ist ein sehr, sehr spannendes, sehr angenehmes Reverb, das so ein bisschen auch Stimmen so ein bisschen künstlichen Charakter verleiht, was in der Popmusik ganz gut ankommt. Aber du verwendest einfach das Reverb, das dich am meisten interessiert. Dann habe ich den De-Esser geladen von der Hofer ist der. Da habe ich ein Tutorial selber drüber gemacht, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ganz normale De-Esser-Arbeit. Und jetzt wird spannend, jetzt habe ich versucht, die Stimme breiter zu machen. Und das habe ich diesmal versucht mit Logic's internem Plugin. Und das ist, der nennt sich Ensemble und du hast hier verschiedene LFO-Filter und verschiedene Stimmen und auch einen Stereo-Spreader und damit habe ich einfach rumgespielt und habe versucht, die Stimme hier in die Breite zu ziehen. Den schalten wir jetzt auch mal zu. Hear what it sounds like when the child in me laughs out loud.
übertrieben war das jetzt. Und dann habe ich das versucht zu vergleichen mit einem, ja, nicht Bezahl-Plugin, aber mit dem Plugin Vocal Doubler von Isotope. Und du kannst jetzt selbst entscheiden, welches besser ist oder ob du überhaupt keinen Unterschied hörst. Mich interessiert es gerade immer nur so ein bisschen rumzuprobieren zwischen Stock-Plugins von der DAW und anderen Plugins. Ich schalte mal zwischen den beiden Vocal Doubler-Plugins hier hin und her, ob du einen Unterschied hörst. Flows through me. Hear what it sounds like when the child in me laughs out loud. Welcher klingt besser? Der von Isotope oder der von Logic selber? Der von Stock-Plugin von Logic? Ich weiß es nicht. Schreib es mir mal in die Kommentare. Hört man da überhaupt einen Unterschied? Also, der von Isotope ist auch kostenlos, aber... Ich finde es immer ganz spannend, das mal zu vergleichen, ob man nicht zu viele Plugins hat oder ob das nicht die DAW selber hergibt. Ist jetzt egal, ob es Logic ist oder irgendeine andere. Schreib mir mal in die Kommentare, hast du jetzt einen Unterschied gehört oder welcher ist besser? Das würde mich mal interessieren. Und jetzt wird es spannend, jetzt kommen wir zum ersten Delay. Und das ist das Tape-Delay von Logic selber. Das hat schon so ein bisschen so einen dumpfen Charakter, das ist ganz gut. Und ich habe jetzt versucht, es in die Stimme in die Tiefe zu mischen. Ich habe die Zeit hier auf Achtel gestellt, Achtel punktiert. Und das ist ein Mono-Delay, wie du hier siehst. Und damit versuche ich, die Stimme ein bisschen in die Tiefe, also nach in die Richtung nach hinten zu bekommen. Und ja, dass ich diesen dreidimensionalen Charakter für die Stimme bekomme. Ich habe die auch in der Mono-Mitte gelassen. Das kommt nicht links und nicht rechts, sondern einfach in der Mono-Mitte und bringt sie ein bisschen weiter in die Tiefe rein. Born free, I will stay free. Only accountable to my heart. Was du jetzt hier machen kannst bei so einem Delay, ist, du kannst mit dem Feedback spielen. Ja? Wenn du das Feedback, wenn du das so eingestellt hast, wie du möchtest, ich habe jetzt eine Achtel punktiert, jetzt können wir mit dem Feedback spielen und mit dem Feedback kann ich jetzt die Anzahl der Wiederholungen oder die Intensität, kann ich jetzt hier rumspielen und kann es von Wort zu Wort auch unterschiedlich machen. Und ich werde dann auch nochmal die Delay-Zeit verstellen. Das heißt, ich gehe dann hier auch mal auf eine Viertel hoch. Was du noch machen kannst, ist auch, du kannst das Feedback über 100%, in manchen Plugins ist es 50% hochdrehen. Und dann hast du ein Feedback, das endlos geht. Du musst aber vorsichtig sein, weil sich das aufschaukelt und sehr, sehr laut werden kann. Ja? Also wenn du so ein Feedback je nach Plugin über 100% oder 50% drehst, dann kriegst du unendliche Wiederholungen und das kann durch die Decke gehen. Also vorsichtig sein mit der Lautstärke, dann, wenn du das machst. Aber ich werde jetzt alles mal ausprobieren. Wir lassen es erst einmal auf Achtel, dann gehe ich auf Viertel und dann probiere ich auch mal so ein endlos Feedback reinzufahren. Hier. Okay, solche Sachen kannst du dann machen. Das muss man natürlich automatisieren. Ich wollte dir nur zeigen, dass der Feedback-Schalter hier ist, in diesem Fall dein Freund, mit dem du über Automation dann so ein bisschen Spaß haben kannst. Ja, und aber wie gesagt, es war hier dafür da, dieses Mono-Delay, um die Sängerin in die Tiefe zu bringen. Gut, machen wir mal weiter. Und jetzt kommt das zweite Delay, das kommt in der Bridge dazu. Das ist ein Stereo-Delay. Das kommt dazu, wenn hier die Bridge oder der Zwischenteil kommt. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist ein Stereo-Delay. Ja, das ist das Tap-Delay von Logic selber. Bei so einem Delay kannst du die Wiederholungen selber eingeben. Ja, das heißt, es ist nicht festgelegt, dass du nur Achtel, Achtel punktiert, Viertel, Viertel punktiert und so weiter hast, sondern ich kann hier selber Delays einzeichnen, wenn ich möchte, und kann die wieder löschen. Und das habe ich hier gemacht. Ich habe einfach ein paar eingezeichnet, die mir gefallen haben. Ich gehe auf dieses Delay jetzt nicht näher ein, weil ich habe ein Tutorial direkt zu diesem Delay gedreht. Und wenn dich das interessiert, ich blende es am Schluss ein. Dann kannst du dir das angucken, da zeige ich dir alle Parameter von dem Ding. Also ich kann hier selber die Delay oder die Wiederholungen einstellen.
Ich kann zum Beispiel auch einstellen, wie es gepannt ist. Ich habe hier nach links und nach rechts gepannt und das Level, also wie laut die sind. Und hier bin ich damit rausgekommen, dann das fand ich ganz gut. Und Ziel war jetzt, wenn sie in die Bridge kommt, dass dann der Gesang nach links und nach rechts war. Aber das heißt, per Automation schalte ich dann das Mono-Delay aus und das Stereo-Delay, das Tap-Delay an. Das kann ich auch nochmal solo machen, wenn sie hier in die Bridge reingeht. I close my eyes, am I more ready? Das heißt, wenn sie jetzt hier in diesen spannenderen Teil reinkommt, dann faltet sich der Gesang wie so ein bisschen auseinander und wird breiter, einfach um diesen Zwischenteil zu unterstützen. Zu guter Letzt kommt hier noch ein Hall, ein sehr langer Hall, auch einfach von Logic selber, und der geht über fast fünf Sekunden, habe ich den eingestellt. Und ich habe ihn zum Songtempo eingestellt, und zwar so, dass er genau zwei Takte lang geht. Das kannst du hier über die Seite machen, anotherproducer.com, und der hat hier den besten Delay- und Reverb-Time-Rechner. Und da habe ich einfach 95 BPM eingegeben und habe meine Decay-Zeit auf zwei Takte eingestellt, sodass nach zwei Takten die Delay-Fahne weg ist, dass es nicht verschwimmt mit der nächsten Phrase, die sie singt. Das schalte ich jetzt hier auch nochmal zu. Einfach hier vorne nochmal. Okay, in Verbindung mit diesem Tape-Delay hier in dem Vers, wo es schön in die Tiefe geht, kannst du die Stimme hier schön dreidimensional abmischen. Also das Tape-Delay bringt sie in die Tiefe, das lange Reverb bringt sie in die Breite, und über das lange Reverb und das Ensemble hier, also diese Vocal-Doubler, bringen sie in die Breite. Und dann, wenn sie in den Zwischenteil kommt, wird die ganze Sache nochmal breiter durch dieses Tap-Delay, das links und rechts hin und her wabert. Gefällt dir die Signalkette so? Wenn ja, gib mir bitte einen Daumen nach oben und schreib mir in die Kommentare, welches Genre ich als nächstes mischen soll. Hip-Hop, Pop-Vocals, Rock-Vocals, EDM, was auch immer, schreib es mir unten in die Kommentare und ich versuche es bis nächste Woche zu machen. Ich lasse das Beispiel jetzt nochmal laufen und schalte dir nacheinander alle Plugins zu, sodass du dir Screenshots machen kannst, wenn du möchtest, um die Signalkette nachzubauen. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.